Ja, hallo. In diesem Teil möchten wir uns mit dem Charakter beschäftigen, auch Char genannt. Wir legen den Char an, indem wir Char und den Variablennamen schreiben. Nehmen es einfach mal C. Und hier als kleine Besonderheit, es gibt hier mehrere unterschiedliche Wertebereiche, wenn man das hier überhaupt so nennen kann. Denn es ist hier möglich, zum einen einen einzelnen Buchstaben zuzuordnen bzw. initialisieren zu lassen. Das tun wir mit dem Apostroph bzw. dem Zeichen über der Raute. Und dort müssen wir jetzt einfach den Buchstaben hineinschreiben. Schon erkennt der Charakter bzw. Char es und es wird eine gültige Zuweisung hier. Also A würde hier für den Großbuchstaben A stehen, aber es gibt natürlich noch andere Zuweisungen für den Char. Nehmen wir jetzt mal einfach den Tabulator. Diesen stellen wir mit Backslash T dar. Aber auch bestimmte Buchstaben, die wir nicht mit Hilfe der Tastatur darstellen lassen können, können wir natürlich auch verwenden. Nehmen wir jetzt mal den griechischen Buchstaben Phi. Lässt sich darstellen mit Backslash und dann U03A6. Ja, das nur als kleine Beispiele. Sie können natürlich auch sämtliche anderen Buchstaben wählen. Dazu einfach mal bei Google nach Ihrem Charakter suchen. Und zur Vervollständigung noch, der Char hat eine Größe von 16 Bits, also 2 Bytes. Ja, einen Charakter brauchen Sie somit, um genau einen Buchstaben dem Charakter, beziehungsweise sagen wir jetzt einfach mal Char, zuzuordnen. Und es gibt natürlich auch trotz diesen Anweisungen hier einen Wertebereich. Dieser geht von 0 bis 65.535. Dort sind alle Zeichen enthalten, welche dieser Char annehmen kann. Lösche ich jetzt einfach mal nochmal alles hier und demonstriere, dass man dieses A auch anders übergeben kann. Und zwar schreiben wir jetzt einfach C gleich 65. Steht jetzt nicht für eine Zahl, sondern für den Charakter an der Stelle 65. Ich weiß jetzt schon mal, dass das in der ASCII-Tabelle der Buchstabe Groß A ist. Und um Ihnen das zu beweisen, printen wir das einfach mal aus. Und Sie sehen hier ein großes A. Ja, das jetzt erstmal hier zum Charakter. Immer dann gut, wenn Sie einzelne Buchstaben auswerten wollen oder müssen. Okay.